Und hier sind wir wieder, und zwar diesmal das Ridgeview Roadhouse. Ist ein zweistöckiges Vier-Schlafzimmerhaus mit einem Keller. Wir haben die E-Mail von Freunden erhalten. Hier sind definitiv paranormale Aktivitäten. Wir gehen der Sache auf den Grund, und es soll schwieriger sein, die Geister, oder dass der Geist soll gefährlicher sein. Dementsprechend ist es also ein etwas fortgeschrittenerer. Eine fortgeschrittenere Erfahrung. Er wird schneller aggressiv, er ist aggressiver. Mal sehen, was wir so rauskriegen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Schaffen wir schon, immer positiv denken. Wir kriegen das hin. Einer fühlt sich da noch nicht so bereit, doch. Das war vorher schon bereit, aber wenn du das dann nochmal klickst, dann ist es wieder unready. Alrighty. Hallo. Okay. Wir brauchen Thermometer, wir brauchen Augenzeugen und wir brauchen die Kamera. Alter, das Reagiert auf Personen, Parabellum-Mikrofon ist ja riesig. die allein sind. Und Feuer oben William schon. Williams. Das ist ein. Der hat sich bestimmt wegen seinem Namen umgebracht. Kopfkamera. Kann man das Bello-Mikrofon mit? Alter, Ach ne, kann ich nicht, das kann ist ich ja erst nach dem Nachbarn riesig. mitnehmen. Das würde ich erst mitnehmen, wenn. Ja. Wir schon geschlafen. Boah, wieder mal in der Vorstadt, ne? Was bitte? Wieder mal in der Vorstadt. Ja, wieder mal in der Vorstadt. So eins dieser Nebenhäuser. Ach nee, du, hier ist immer was los, ey. Aber echt. Ich guck mal in die Mülltonne. Safe. Kein Geist. Okay. Nee, Gott sei Dank nicht. Obwohl, wenn das noch. Oje, wenn das noch wäre, ey. Das. Ich schalte euch hier direkt mal ins Wohnzimmer. Wie gesagt, denkt dran, 2 Minuten. Aber wer hat sich schon bloß 2 Minuten? Okay. Zweiter Schlüssel. Knochen auf dem Boden. 13 Grad. Wo ist Knochen? Beim Wohnzimmer gerade durch und dann links ins Schlafzimmer rein. Komme. Direkt beim Bett. Quatsch, vorm Bett, mein Hab Bett, ich? ja. Sehr gut. War kein Temperaturabfall. Hier oben ist auch nichts. Bin jetzt irgendwie bald durch. Keller? Jo, nee, gibt's nicht. Doch, müsste mit Keller sein. Na, ich guck gleich. Ich höre euch oben. Nee, das ist unten, Kollege. 12 Grad war das Minimum bis jetzt. Wie sagt man so schön, der Spaß beginnt im Keller. Was? Ja, bist wieder nicht vertraut. Aber Thermometer, also ich habe bis jetzt noch nicht so, also so 13 Grad, okay, ja. Aber mehr war noch nicht drin. Ja, ich hatte 12 in der Nähe vom Kühlschrank. Aha, nee, hatte ich jetzt. Ja, nee, aber wirklich, in der Nähe war das auf jeden Fall. Ja, ich habe auch gerade am Kühlschrank drauf gehalten, es war 1,5 Grad. Dann ist es dort, dann wird es dort sein. Nee, ich vermute, da ist gerade der Geist einfach angelaufen. Ey, wenn der nämlich durch den Sensor läuft, gutes Deutsch, läuft, schlägt's auch, geht's auch rund. Okay. Bei mir? Das Klavier ging oben. Klavier? Wo ist das Klavier? Weiß ich nicht. Die Aktivität ist ziemlich gering, die 2 Minuten sind logischerweise um. Wo bist du, Flunder? Oben. Okay, oben habe ich schon überall gemessen, da war nichts. Wo war das Klavier? Ich glaube, das Klavier war unten. Ja, das unten. Das ging wieder. Aber ich weiß nicht, wo stehen soll. Das unten.
Oh, minus 6 Grad, hier ist es. Genau dem Kühlschrank. Ich komme. Der Horner hat seine hübsche Kopfkamera vergessen. Ach, fuck. Hier irgendwo war gerade minus, war gerade 6 Grad. Macht mal das Licht. Ja. Auf eurer Birne aus. Minus 8. Gefriertemperatur also. Die wirft mit Teller. Die Aktivitätsleiste, die dreht jetzt auch viel mehr durch. Geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Na dann guck mal. Siehst du ein Orb? Nein, aber es scheint auch an. Es sieht aus, als hätte ihr Licht an. Auch ja, ich mach Licht, ich mach Licht, an. Licht ist an. Ich mach mal Licht aus. Aber ich weiß nicht, wo ist denn da? Ah! Da ist ein Teller runtergefallen. Licht blinkert. Ich habe das Gefühl, ja, der interagiert mehr mit Gegenständen, nicht weniger. Wo ist der Lichtschalter für die Lampe, ey? Schieß es einfach aus. Da war gerade irgendein Geräusch. Jetzt kannst du gucken. Guckst du auch dorthin, wo es kalt ist, oder stehst du dort, wo es kalt ist? Ja, guck dorthin. Also ich sehe nix. Ich glaube, da schmeißt Gegenstände, Kollege. Klingt nach Poltergeist dann. Ja. EMF schlägt an. Wie viel? Aber Poltergeist wäre Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterorb. 3, EMF 3. Okay, wir kommen mal ganz kurz raus. Wir gehen mal raus. Wir brauchen mehr, wir brauchen Neonlicht und wir brauchen Geisterbox. Geisterbox, ja. Ich nehme auch die Kamera dann, also ich bereite die Kamera vor. Also eure Sanity ist wirklich ganz schnell runtergegangen mit Lieberman. Ja, der hat die ganze Zeit Teller geschmissen. Ja. Hat jemand dann noch einen Platz? Ich hab nichts verstanden. Wollen wir die Kamera vielleicht trotzdem mitnehmen? Was willst du mitnehmen? Ne, hier Kamera. Also wenn noch jemand den Platz hätte, ansonsten nicht. Dann hau ich erstmal. Nehme ich sonst erstmal den EMF-Reader dort rein und dann. Okay. Gut. EMF-Reader habe ich schon reingeschmissen. Na, ich würde halt den zweiten noch mit reinschmeißen. Ich würde. Ich sehe gerade, wir haben ja eine ganz schöne Bücherkollektion. Ich hau erstmal das Buch rein. Ja, mach das volle Programm jetzt hier. Genau. Und dann gehe ich nochmal zurück und hol, was ich auch immer. Ich habe gerade noch was vergessen, weil ich dachte, aber ich habe keinen Platz mehr. Knicklicht. Genau. Seh ich meinen Stell mal hier rein. Wo hast denn du deinen EMF-Reader? Ach, dort. Lege ich meinen hier hin. Ihr könnt ruhig sagen, schreibe ins Buch, es liegt da. Ich glaube, das musst du gar nicht sagen. Ich kann das Ding mal so umfallen, dass ich sehe. Ich hasse dieses Ding, ey. Das ist wie eine Butterbem. Jetzt. Butterbem! Aber das Klavier, es hat auch Klavier, war das nicht zufällig das Klavier rechter Hand im Wohnzimmer? Ja, aber es muss ja nicht heißen, dass er dort ist, da benutzt es halt einfach nur. Okay. Ich guck mal mit UV. Ich leg hier neben den Kühlschrank, lege ich Kruzifix. Okay. Wo bist du? Hatten wir Gefrierpunkt? Ja. Ja. Sprich mit mir. Ich hab's noch gerade eingegeben. Wie bist du gestorben? Ich komme mit Salz und
Salz und einen zweiten Kruzifix. Okay. Hab noch keine Fingerabdrücke entdeckt. Er reagiert übrigens nicht auf mehrere Personen. Okay. Klassiker. Da schmeißt du ständig. Nicht mit mir. Bing. Das ist Klavierspiel. Aber wo ist es? Ich glaube hier hinten um die Ecke. Er hat gerade geantwortet. Ja, aber übers Klavier. Nee, da hat gerade. Ich hab gerade Kill gehört bei dir aus. Der hat gerade, wo du gesagt hast, sprich mit mir, hat er gesagt Kill. Okay. Okay. Also Gefrierpunkt und Geisterbox. Sehr schön. Und Geisterorb sieht negativ aus. Ja. Hab ich nicht schlecht positioniert. Auch nicht so. Zumindest in den Raum. Ich hab sie nochmal nachjustiert, muss ich gestehen. Könnt ihr jetzt entweder Geisterbuch Dämon? Oder eine Mare sein. Da bräuchte man ein Geister oben. Oder Gespenst. Oder Gespenst, genau. Jetzt geht's Licht an. Jetzt geht's wieder aus. Ja, ich glaube, für einen Dämon leben wir noch schon zu lange. Ja, verstanden. Ja. Also wäre Geister oben vielleicht das Sinnvollste, ne? Wobei der, der reagiert ja nur auf einzelne Personen. Also müsste das auch noch nichts heißen. Also er kommt von da hinten. Ansonsten könnt ihr die Kamera bloß mal Richtung hinten zum Flur hinstellen, also dass der dort, wo das Klavier ist, in die Richtung irgendwie. Ja, da muss auch aus der Richtung kommen, in die Richtung Keller dort, so in die Richtung dort hinten in dem Raum. Da mach ich. 5, 5, 5, 5, da, ich glaube, da kommt gleich. Ich meine richtig, das richtig. Ich glaube, der Eingangstür ist zu. Alles tot! Oh fuck. Vor allem, ich dachte, du bist draufgegangen, weil bei dir auf einmal sich nichts mehr bewegt hat. Ich stand still in der Ecke. Ich konnte ihn aber nicht fotografieren diesmal, weil ich war zu spät da. Alter, der Harler hat einfach die Tür aus den Angeln gerissen, ein Hühner. Tja. Hallo? Okay, da wurde was. Ja. Ich dachte schon, du wärst jetzt auch wie stumm. Nee, ich glaube, wenn einer im Raum im Haus drin steht, der andere draußen, hört man sich schlecht. Wie sieht denn Salz so aus? Ne, ist komplett unbetreten. Okay. Die Tür, ey, ich muss lachen. Ja, ist echt übel. Geisterbuch ist auf jeden Fall nichts, sonst hätte er schon reingeschrieben. Das heißt. Entweder ist es wirklich ein Geisterorb, den wir nicht sehen hier, weil wir nicht den Raum direkt haben. Ich weiß nicht, was denkst du?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Wollen wir das Thermometer vielleicht nochmal nehmen und wirklich nochmal gucken, aber... Warte mal kurz. Okay, im Salz sind auch keine UV-Spuren. Ja, das müsste, wie gesagt, das Salz müsste benutzt werden. Wie sieht's mit der Tür auf der anderen Seite? Welch? Also ich meine, da macht's ja zu, also wird die Hand auf der anderen Seite sein. Traut sich keiner rein. Kein Abdruck. Fenster? Auch nicht. Was ist dann noch offen? Geister oben. Ja, trink, nimm erstmal deine Pillen. Wird Zeit dafür, ey. Langsam kriege ich ja langsam graue Haare hier. Langsam? Aber echt. Ich glaube, Harle braucht aber Pillen. Wir könnten natürlich nochmal räuchern. Ja, aber wir wissen ja nicht wirklich, also ich... Wir wissen halt nicht, ob wirklich der Raum ist. Das ist das Problem. Dann gehen wir zu 2-3 nochmal mit den Thermometer los. Ich mach die Lichtsensoren erstmal hin. Vielleicht helfen die ja irgendwie. Naja gut, die Bewegung ja, aber... Nee, ich mein, obwohl ich wissen, sagen muss, es ist schon hier unten sehr kalt am Kühlschrank und so. Das war schon fast die kälteste Stelle, würde ich meinen. Ja, vielleicht hat ja jemand, vielleicht hat der Frost ja noch. Ja, Loch. Ist minus, also genau am Kühlschrank minus 10, es ist die Stelle, definitiv. Ja, nicht, dass es der Kühlschrank ist, der einfach minus 10 hat. Denkst du? Da spielt gern am Klavier rum. Da schmeißt gern. Wo ist denn das Klavier? Ich glaube hinten, also dort hinten. Ja, dann geh mal mit. Komm mit. Ich will nicht. Komm. Ich will nicht. Los. Ich stell dort mal die Kamera hin. Warte. UV. Ah! Du war nie. Was de? So, ich guck mal in die Kamera. Ich bleib natürlich nicht allein drin. Oh, warum denn? Warum sollte ich denn den Kill, die Möglichkeit geben? Nö, ist auch nix. Also Orb scheint's nicht zu sein. Doch, 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 doch. Doch Orb. Ja, hab's gerade gesehen, ganz kurz. Dann ist es wahrscheinlich im Flur. Dann ist sein Spawn im Flur, also direkt zwischen Wohnzimmer und Küche. Ja, ja, na deswegen das Klavier, deswegen hat er ständig an den Klavier rumgedallt. Ja. Okay, es ist eine Moore. Vor allen Dingen ist es auch komisch, ne? Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisters-Events werden. Was ja, eigentlich sind ja Haufen. Sind Haufen Teller rumgeflogen und das zweite ist, ich meine, der Aladdin ist vor meinen Augen einfach gestorben. Also, ja, das Sterben zählt nicht. Das ist für mich. Aber ich glaube, man muss den sehen. Das ist Zeuge eines Geister-Events. Okay. Nee, ich habe nur einen Schatten gesehen. Ich sage ja, ich war zu spät zum Fotografieren. Das könnte noch ein Geister-Event sein. Na, eigentlich spielt Klavier, das hören wir. Ich glaube, da muss auftauchen. Ich glaube, da muss sichtbar sein. Erstens das oder er macht zum Beispiel das Waschbecken. Also ja, Waschbecken, Wasser. Genau. Aber seltsames Licht geht an aus. Jetzt ist die Frage, Moore. Können wir bei dem vielleicht mit Räucherstäbchen was bewirken? Warte, ich schaue nochmal nach. Schwächen, schaltet man die Lichter um eine Moore ein, ist die Chance angegriffen zu werden eher gering.
also Lichter an. Okay. Jetzt, wo wir schön alle Lichter ausgemacht haben. Dann können wir ja dort hinten das Licht anmachen. Oh, da flackert sowieso gerade. Naja, steigt an. Oh, steigt. Okay. Oh, keine Ahnung. Dann könnten wir theoretisch das Räucherstäbchen reinnehmen, machen hinten das Licht an und gucken, vielleicht kommt er, machen noch ein Foto und das ist dann aber das Maximale. Na, dann trink hier mal deine Tabletten. Boah, Alter, wenn ich noch mehr solche Pillen reinnehme, dann bin ich hier total drauf, Junge. Weißt du, was ich ja mal sagen muss? Hm? Ich bin richtig froh, dass ich heute mal nicht in die Zwielichtwelt geschickt werde. Also, sagte er, noch, ging in den noch, Raum. Noch nicht. Ladies first. Dann machen wir halt überall das Licht an, dann sind wir schon mal safe. Okay. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir es riskieren? Ich lege erstmal die Kruzifixe hin. So, ausgerüstet ist alles. Ja. Aber keine Ahnung. Jetzt ist die Frage, wollen wir da hinten vielleicht Licht ausmachen, dass er hinten spawnt? Aha, aha. Ich weiß nicht, ob das Licht... Ne, der greift ja nur nicht an, wenn es hell ist. Aber siehst du nicht, dass es nicht spawnt. Okay. Dann mache ich den anderen Lichtsensor mal noch hin. Voll eingekesselt, mein Freund. Ja, kann eigentlich klein nach Hause gehen. Ja, keine Ahnung. Tja, wie locken wir den jetzt? Theoretisch müsste man es. Also alleine, er taucht nur allein auf, das ist schon mal Fakt. Ja, die Frau. Ja. Oh. Ich mache vorne mal das Licht aus. So. Weil im was Endeffekt, du musst ja auch mal bedenken, ich stand hier in der Ecke, hier drüben hinter dem Schrank, an dem Schrank. Und hier ist Harley gestorben, also es war jetzt auch nicht so, dass ich so weit weg war. Ja, aber ich vermute, das ist ja ein Angriff gewesen, das ist ja keine Erscheinung, das ist ja ein Angriff dann. Ja. Das ist ja was anderes. Angreifen tut er, wie er lustig ist. Also... Was hättest du gern? Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Ich will nicht sterben, in die Zwielichtwelt geschickt werden. Ja, aber wir brauchen noch ein Foto. Hübsches Abschlussfoto. Der EMF-Reader hinten dreht durch. Ja, weil er gerade wieder am Klavier rumspielt wahrscheinlich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Dann nehme ich deine Entscheidung ab. Ein Arsch. Ja, ich halte Status Wert im Auge. Es wird auch langsam hell. Wir müssen ja langsam mal fertig werden. Sagst du. Orb ist hier übrigens gar nicht zu sehen auf der Kamera, seltsamerweise.
Sag mir noch mal den Namen. Sag mir mal den Namen. Da reimt sich William Williams, aber es reicht, wenn du nur William sagst. Okay. Kannst du bitte Richtung Eingangstür gehen, falls er kommt, dass ich wenn den... Wenn die zu ist, ist sie zu. Also die kriege ich dann auch nicht von außen auf. Na toll. Aber wenn du ja im Lichtbereich bleibst, soll ja theoretisch kein Angriff passieren. Tja. Komm, wir haben Kruzifixe, wir haben Lichtdinger hingeworfen. EMF-Reader, besser kann's doch gar nicht werden. William! William, William. Vielleicht ist er ein Licht zu viel. Es geht auf 2. Höchste Aktivität seit lang. William. Sprich mit mir, William. Zeig dich, William. Boah, da geht mir auf den Keks. William! Du läufst doch ganz aufgeregt rum. 4. William! Williamson! William! Wo bist du, William? Ich sehe mich schon noch sterben. Dann, oder? Täusche ich mich? Er hat es gerade ausgemacht. Ach, der hat es angemacht, oder? Ich glaube, er hat es gerade ausgemacht, ja. Boah! Oh! Ah! Lichtsensor! Aktivität ist sehr gering. Da ist gerade, da muss jetzt bei mir sein. William! Aber ich meine nur, keine Sorge, es ist nicht jetzt hier irgendwie Angriffsmodus. William! Und ich glaube fast, da die Orbs kommen links außen aus dem aus der Kammer. William! William, komm her! Ja, ich vermute, die Orbs kommen aus der Kammer in dem Flur links. Dass der in der Kammer drin ist. Ja, ich höre die ganze Zeit, dass er die Türen aufmacht und so, aber ich bin dafür nicht gemacht. Ich kack mir ein. Ja, das erste, was ich mache, wenn wir mit der Mission durch sind, ist aufs Klo gehen. Jetzt mach nicht ständig das Licht an und aus, komm jetzt hierher. Das soll vielleicht ein Hinweis sein, dass du es mal ausmachen sollst. Einfach mal komplette Finsternis. Kannst mich mal. Aber gerne doch. Was? Ich hing fest. Der wartet dort hinten, aber ich will dort nicht hin. Das sagt, komm ist mir egal. Ich sorry, aber das ist mir egal. Ich mach das nicht. Ich gehe dort nicht hin und lass mich killen, nur wegen so einem blöden Foto. Ist mir scheißegal. Da greift dich doch nicht an, bloß weil du dort hin
Ich möchte das nicht. Bitte. Oh. Mach, wenn du willst. Ich hab so viel teures Zeug gekauft, was erwartest du von mir? Du weißt, ich bin schlecht in Fotos, Mann. Du weißt, ich bin schlecht im Geisterjagen. Ja, die Geister sollen ja dich jagen. Will ich aber nicht. Und? Nur der EMF bricht aus, aber taucht nicht auf. Ging mir ähnlich. Vielleicht will er dich ja mehr als mich. Vielleicht schon. Übrigens, Harle, Entschuldigung an dich, du, der im Zwielicht darauf wartet, dass wir diese Runde beenden, aber es ist wirklich, ja, du weißt ja, wie es ist. Ich hoffe, es ist trotzdem spannend auch für dich. Wir wollen ja immerhin deinen Arsch retten. Also ganz ehrlich, da speist nur Gegenstände rum, wenn ich seinen Namen sage. Ja. Da steht ja die ganze Zeit in der Kammer. Ja. Aber er zeigt sich nicht. Er ging mir ja ähnlich. Und selbst wenn ich hinten hingehe, so interessiert mich nicht. Ist aber auch gerade auf Null. Vielleicht sieht der Harlan ja schon hunderte Male. Vielleicht hat er den Winkel, ja, steigt jetzt auf 1. Ja, zeigt sich nicht. Da will nicht, ja. Obwohl vorhin, wie gesagt, waren wir zu zweit, der Harlow und ich, und da ging es relativ fix. Ja, das war aber, wie gesagt, Angriff. Ich weiß nicht, muss ich dir recht geben, ich habe keine Lust, noch ein Licht auszumachen. Okay, ich habe jetzt 1, habe ich noch ausgemacht. Pass auf, ich komm mit rein. Und dann Licht aus. Deal? Ja, aus. Okay. Ah, dann kannst du die Kamera nehmen, weil ich... Ich hab eine Kamera. Ich hab schon eine. Okay, du bist der bessere Fotograf. Bereit? Warte mal kurz. Nehmen wir dieses Knicklicht weg, vielleicht stört ihn das ja, weil es ja immer eine Lichtquelle ist. Kann sein. Kann ich? Warte. Ich habe Kamera in der Hand. William Williams. Wenn ich mein eigenes Licht ausmache, bringt mir das wenig. Und sicher gar nichts. William Williams. Der hat dort Licht angemacht. Rechte Hand. Ja, dann müssen wir es halt mal ausmachen. Ich vermute, der lebt in der Kammer hier drin. Oder Garage. Ne, in der Kammer hier, weil dort am meisten das Ding ausbricht. William Williams. Hier ist auch kalt in der Kammer. Ja, dann wird es die Kammer eigentlich sein, die wir ausräuchern müssen. William Williams. Da will einfach nicht. William, willst du jetzt? Oder wir gehen einfach mal hoch. Die Treppe hoch. Vielleicht müssen wir nur irgendwie ein bisschen weiter weglocken. Ah, dann, ja, dann geht wirklich noch der Angriffsmodus an. Das kannst du auch vergessen. Okay, ich gehe jetzt in die Garage.
William Williams. Wo bist du? Hier oben. Hier oben sind noch Haufen Licht. Dann wollen wir die vielleicht mal ausmachen? Ich komm mit. Oh Gott, ich sehe mich schon im Irrlicht wieder. Das ist doch irre. So, Lichter sind aus. Und jetzt Double Kill. William Williams. William Williams. William. William Williams, William Williams, 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 Williams. Also er ist die ganze Zeit dort vorne, sonst würde das EMF nicht ausschlagen. Ja. Aber der hat irgendwie keinen Bock. Da steht lieber, ne, dann stellen wir uns jetzt hinten beim Klavier hin. William Williams. Ich glaube, da steht da... erscheint nur wenn du alleine bist, also erscheint er wahrscheinlich nur wenn du alleine bist. Gib uns ein Zeichen. Hast du gelitten? Hab fotografiert. Ja, wenn jetzt nicht, dann ist halt nicht. William Williams. William Williams. William! Da will nicht. William! Da hat keinen Bock. Da steht die ganze Zeit nur in seiner Hütte rum. Jetzt ist sie auf 4. Also er ist sauer. Ne, ist auf 3. William, William! Ah! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, da war er auch gerade nochmal. Es war wieder der Putscher. Ja. Musste ich doch ein bisschen in seiner Kammer rumhocken und ein bisschen aggressiver seinen Namen rufen. Guck mal ins Journal. Ja, ich guck auch gleich rein. Ich komme erstmal in den Truck. Oh, schade, meine Fotos zählen nicht, weil es von draußen geschossen wurden. Das ist aber ärgerlich. Ich habe eine 3 okay, aber ich habe eine gehabt. Ich habe aber auch sehr gut drauf zweimal. Also einmal richtig ja. Gut, einmal so von hinten. Na, aber siehst du die Fotos von mir? Ja, dreimal direkt dort am Eingang, ja, sehe ich. Ja, aber ich habe es halt durchs Fenster gemacht, das zählt leider nicht. Okay. Aber Geisterbox geführt der Matron Geisterkugel Moore und Fotos haben wir auch. Ja. Das heißt, geht nach Hause. Hall, wir kommen. Aber es ist wirklich so, also wo du allein warst, wollte er nicht und bei mir allein auch nicht. Und zu zweit ging's dann. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Woo! Alter, richtig Kohle gemacht, ey. Aber hallo. Krasser Trip, Jungs. Na, gleich mal Level 11 erreicht. Hast du ein bisschen was gesehen, was wir nicht gesehen haben? Nee, also er ist bei mir nie aufgetaucht. Erst am Ende und da stand ich, das geilste Thumbnail ever, ich stand genau vor ihm, er hat mir genau ins Gesicht geguckt. Übel. Das ist klar, dass er mich so zusammengefalten hat an der Tür. Aber unter halt Tür selbst noch. Ich habe halt den Fehler gemacht. Erstens, meine Sanity war schon runter, wo ich rein bin wieder. Und das zweite war, ich hatte die Taschenlampe an, ich habe aber den falschen Knopf gedrückt und habe es zu spät ausgemacht. Da stand aber schon bei mir. Da hat er schon. Da war es schon zu spät. Da hatte ich aber echt. Und ich habe mich an der Ecke verkrochen, anstatt aus. Er hat dich sehr schnell gekillt. Ich konnte gar nicht so schnell die Kamera knipsen. Nee, ich habe den gehört und habe mit der Taschenlampe geguckt und hab gemerkt, Mist, die ist nicht aus, hab die ausgedrückt und da war es schon vorbei. Naja. Aber das Krasse war, du hast noch mal ganz schön an der Tür gerückelt. Du hast echt, ich hab's Ding rausgerückt. Du hast die voll aus den Angeln gehoben.
Ich hab das Ding angepackt und hab's rausgerissen, Alter. Das war heftig. Ja, da war halt ein kleiner Raum drin, das war der Knackpunkt, ne? Ja, da war wirklich nicht in dem, nicht vor der, vor dem Kühlschrank oder sowas, sondern wirklich in der kleinen Bobo-Hütte. Weil das da EMF immer ausgeschlagen, immer auf 4, das hab ich schon gesehen. Also Respekt an euch Jungs, dass ihr euch das noch getraut habt. Also am Ende, das war krass, da kommen noch 2-3 Mal. Mir ging jetzt aber auch der Stift. Die Fotos waren gut, schön gemacht. Nee, ich war langsam genervt, ich hab mich dann wirklich in die Kammer gestellt, die Tür zugemacht und hab einfach nur noch blöd rumgebrüllt. Ja, hab ich gehört. Ich hab schon gesagt, da will er jetzt wohl das wissen, jetzt will er noch provozieren. Ja, ja, es hat ja geklappt. Hat funktioniert, richtig. Aber erst als ihr euch ein bisschen getrennt habt, ne? Ja, genau. Gerade wie gesagt, man muss in verschiedenen Räumen sein, dann zählt es schon als einzelne Person. Ja, und das Licht muss aus sein. Das war halt wichtig. Ja. Das habe ich mir nicht noch gedacht, wo ihr den gerufen habt. Da war ja da, aber wollte sich nicht zeigen. War dem nichts. War nicht zu hell. Schüchtern. Boah, aber richtig gut Kohle gemacht. Leider Harle wieder, mussten wir wieder aus dem Zwielicht holen. Was willst du machen? Vielleicht hast du jetzt den schwarzen Peter mal zugeschoben bekommen. Ich habe schon gesagt, vielleicht treffe ich den Flunder gleich noch im Zwielicht, aber es hat. Aber ich habe gesagt, ich wünsche es ihm nicht. Ja, ich hatte ich eigentlich auch schon Bedenken. Das Verrückte ist, man denkt in dem Augenblick immer so, naja gut, das Foto wäre noch gut, aber zu welchem Preis eigentlich? Ja, das habe ich mal bei euch halt auch gedacht. Aber er war ja relativ an der Tür, habt ihr ja gut gemacht. Also ich fand's gut. Tja. War interessant, eure Taktiken zu beobachten. Dann, Fotos, die nicht gezählt haben. Fotos sind Bombe, ja. Ich würde sagen, ich gucke mal noch kurz auf ein Foto an, dann ziehe ich mich. Ja, ich muss auf jeden Fall. Heute brauche ich einen Schnaps. Das gefällt mir. Da guckt der Schul gerade raus aus dem Raum, aus dem Kleinen. Und der Typ steht genau. Die Fotos sind so heavy. Aus dem Raum. Hier in der Mitte. Ich sehe bloß den einen Raum, den einen, wo er irgendwie zu keinem von uns beiden hinguckt. Na hier bist du raus, kommst du gerade raus mit der Kamera und da steht genau vor dir. Mit seinem Fleisch. Ja, aber das, übel heftig aber aus. Das Foto ist aber vom Flunder. Ja, ja, aber es sieht cool aus. Das meinst. Ach so, ja, ich sehe mich, ich sehe. Das ist nur die Hand. Nee, ich sehe halt gar nichts, außer eine fliegende Kamera. Das ist halt wieder der Schwachsinn dahinter. Ah, okay. Man sieht sich selber auf Fotos nicht. Weil wir sind alle irgendwie besessen. Aber auf jeden Fall fand ich... Seht ihr das hier unten? Wo das so nach rechts guckt? Da stand ich genau neben dem. Hab den genau ins Gesicht geguckt. Ja. Ist bei mir hier oben. Ja, war aber eine super Runde an sich sonst. Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Und natürlich nicht ganz so, weil ganz kein Kampf aufs Klo gehen geht ja auch nicht mehr. Eine erfolgreiche erste Runde auf normal. Auf jeden Fall. Ja, dann. So, ich geh's auf, Jungs. Genau, demnächst geht's weiter. Sagt mir